Willkommen zurück zu Generation Zero und wir gehen ab in den Leuchtturm, wie ich ja gesagt habe. Hier lang. Das ist jetzt meine Hauptwaffe, obwohl ich... Ja. Ich mag die eigentlich schon, weil ich finde die schon richtig gut. Gute Bewegung, schneller Schuss. Eigentlich so wie eine Pistole eigentlich, ja. Also richtig gut. Leuchtturm. 100 EP. Aber vielleicht schaffen wir ja in dem Part einen Aufstieg. Neue Waffe. Ja. Aber wie gesagt, bei den Waffen, ja, es gibt halt so Stufen von Waffen. Ich hätte gerne mal wenigstens Stufe 1 von ab oder so. Der Leuchtturm. Dass sich hier irgendwas rumgeiert, glaube ich weniger. Ich glaube, vielleicht muss man sogar hier später irgendwo, müsste man hier hin. Aber wenn wir das jetzt hier haben, können wir dann vielleicht hier schon mal ein bisschen. Okay, bis hoch. So, vielleicht finden wir auch hier was. 100 EP. Die Waffe würde ich mal gucken. Möller PP, das verbessert das Form. Ja. Haben wir aber auch schon. Ist jetzt nichts Weltbewegendes. Aber die Waffen kriegt man. Also die Waffe kriegt man wirklich nachgeschmissen. Also das ist kein Problem. Oh, eine ausgebaute Schrot, hä? Moment, das muss ich erstmal checken. Was habe ich da gerade gekriegt? Irgendwas Neues? Waffe, 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 Waffe. Mäuse, Jagdgewehr. Mäuse, Jagdgewehr. Ja, da oben, genau. Das ist aber die, wo ich zusammengestellt habe, ne? Ja. Ja, ich finde, die Aussicht hier ist bestimmt perfekt. Fernglas? Habe ich mein Fernglas nicht mit? Oh, ich habe mein Fernglas hier. Das darf nicht wahr sein. Nee, ich habe nicht gerade verdrückt. Das war nicht, was ich wollte. Das wollte ich nicht. So, können wir von hier aus ein bisschen Schindluder treiben. Ja, wir können die von hier aus richtig böse transalieren. Jetzt, wo ich bin. Ja, sie wissen es. Das könnte jetzt so ein Hoch- und Runterrennen werden. Moment mal, kann ich hier raus? Nein. Hier wäre ich eigentlich auch relativ safe. Oh!
War das knapp. Wow, die haut gut rein. Ich habe die komplett unterschätzt. Ich sage, im offenen Kampf, wenn die da so 3 oder 4 auf dich zukommen, dann wird es richtig schmerzhaft, auch was mir die Pets und alles angeht, da wird es richtig schmerzhaft. Habe ich irgendwas dabei, wo ich die ein bisschen ärgern könnte? Kann ich alles nicht benutzen. Granate jetzt für die? Nee. Nee. Finde ich jetzt nicht gut. Problem ist jetzt. Ich weiß jetzt auch nicht, wo die sind, ne? Das ist mein Problem. Die Waffe ist richtig gut. Ich hab das Ding ja komplett unterschätzt. Oh shit! Da war noch einer, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Oh, den habe ich nicht gesehen. Scheiße, der war direkt hinter dem. Da ist noch einer! Das gibt's doch nicht! God fucking dammit, wo kommst denn du jetzt her? Sag mal, ey, das ist Wahnsinn! Also jeden Kampf, wo du da hast, da sind wirklich 4, 5, also 100 weniger, sehr, sehr selten. Am Anfang mal, ja. Am Anfang mal. Okay, ich hab gedacht, der wäre hinter der Tür. Ich hab den da unten. Hat er mich jetzt gekriegt?
Reagiert nicht. Er reagiert nicht. So, ist jetzt hier noch irgendwo einer? Da war es das jetzt. Okay, das scheint. Boah. Okay, wir haben sie. Jetzt. Ganz gesehen. Gut, ich krieg mein Medipad zurück. Sehr schön. Dich habe ich, glaube ich, noch nicht gelootet. Munition, ja. Ich habe ich gelootet. Aber war da nicht noch irgendwo ein großer dabei? So, dann. Warte. Werden wir uns jetzt dieses Ding da holen. Jetzt gucke ich mal gerade. Das könnte vielleicht bedeuten sogar, dass wir einen Fertigkeitspunkt jetzt gleich kriegen. Oh, ich habe schon einen. Oh krass, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Okay, cool. So, auf was gehen wir? 50% mehr Munitionserhöhung in Level 1. Finde ich gar nicht so schlecht. Was mit Ausdauer angeht, sehe ich jetzt gar nicht so das Problem, weil, ja, es ist nervig, dass der halt das manchmal nicht mit. So Wurfdinger mache ich eigentlich kaum, ne? Waffe nachladen, ja, wäre schon sowas. Gerade im offenen Feld ist das nicht verkehrt. Das mit der Streuung, Rückstoß. Das mit Schaden ist eigentlich ganz gut, aber das, Was wird's denn hier weitergehen? 50% mehr EP. Oh jo. Ja. Hier habe ich noch nichts. Das ist halt noch alles ein bisschen. Für 20 Sekunden gehackt. Wow. Sollte man den 20 Sekunden killen. Wenn man schafft. Erhöht den Basiswiderstand gegen Gas. Ja, sehe ich jetzt noch nicht so als Problem. Wie geht's denn hier weiter? Mehr Komponenten bergen, ja. Bin echt das mit der Munition am überlegen. Ich mach das mit der Munition, ja. Man kann ja jederzeit das mal wieder rückgängig machen, wenn irgendwas ist. Das ist das Gute. Aber ja, ich würde sagen, mal mit der Munition. Und jetzt werden wir erstmal dieses Scheißding da unten glätten. Dafür kriegen wir 1000. Also habe ich 1000 gekriegt. Ich bin gespannt, ob man die immer noch kriegt. So, das ist unser Unterschlupf. Wollen wir mal gucken, ob da was da noch so ist. Ob da noch von diesen Burn. So, wo ist das Ding ganz genau? Warte. Da vorne, das ist das Einzige. Jetzt willst du nicht sterben, oder was? Oh!
was ist denn jetzt los? Warum stirbst du nicht? Boah, 1500 Punkte. Wow. Ah, die Dinger zu plätten ist richtig gut. Die geben richtig Points. Perfekt. Ich dachte, das wäre eine Kiste. So, wo gehen wir jetzt lang? Wir werden jetzt... Hier unten haben wir alles. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir machen uns jetzt hier auf der... Gehen jetzt hier die Straße hoch. Und dann Richtung unseren anderen Bunker. Da will ich nämlich noch was... Schlösser knacken. So, das heißt, wie werden wir die Straße lang gehen? Ein bisschen nach hier, oder? Oder ein bisschen oberhalb. Uns mal hier. Das hier ist der Fluss. Ja, wenn wir uns so unterhalb des Flusses halten und dann immer mal abends zu gucken, was da oben abgeht. Das kann ja nicht schaden. Dann gucken wir, dass wir in dem Part dann hier jetzt diese Halbinsel abschließen. Dann oben noch den Bunker machen. Lad mal nach. Das Ding hat ganz schön gefressen, aber dafür hat man auch 1500 Erfahrung, kriegst du, wenn du so ein Ding plättest. Also auf die Fahnen schreiben, die Dinger werden geplättet. Normalerweise wird es halt, wenn die Dinger gut bewacht werden, dann im offenen Feld. Das ist dann wieder ein anderes Thema. Aber das hier hat gut geklappt, so mit dem Leuchtturm und mit dem der Scheune war das richtig effektiv. So, wo sind wir? Ja. Hier unten kann man, glaube ich, uns ein bisschen besser, schneller bewegen. So. Ja. Ja, ich hätte kein, hätte jetzt eigentlich können zurückgehen, weil mein Flank, das habe ich, glaube ich. Ja, ich habe vergessen. Oder warte mal, habe ich vielleicht ein Fernglas gefunden? Inventar, weil die Dinger findet man ja eigentlich wie Sand am Meer. Ja, habe ich. Jetzt muss es drin sein, oder? Ist jetzt drin? Ja, jetzt ist es drin. Ich bin dann überlegen, ob ich das Fernglas vielleicht nicht mehr als Hauptding setze, weil wenn ich es benutze... Dann ziehe ich das, was zu wünschen übrig. Hier. Ja. Ja, verbessert es. Und dann wird sie auch richtig gut. Andere, ja, teilen sich halt eigentlich. So. Ne, das Radio kann man mal ausnahmsweise nicht mehr. Das kann man mitnehmen.
Okay, gucken wir mal. Haben wir denn vorwärts rot weiß? Na, ich bleib bei dir. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich finde mal eine geilere Hose, weil das ist ja schon krass, dass der Schottenrock hier die beste ist. Das ist schon krass. Ah, Lichtschalter. Ich dachte, was ist das? Was klingt denn da so für mich? Nach oben ging es nicht, oder? Doch, doch, da oben müsste auch was sein, oder? Aber es ist zugemacht, oder? Ah, hier. Das Schöne ist ein Dietrich. Wunderbar. Machen wir kurz die Tür hier zu. Gucken, ob hier was ist. Nö. Ne, oben ist nichts. Jetzt wird nachts, da ist wieder besser schleichen, besser unentdeckt. Ach ja, stimmt, das ist ja auch ein Ding, Moment mal. Guck mal, bei Fertigkeiten, das sollten wir als nächstes auf jeden Fall angehen. Müssen wir aber gucken, wo ist denn das mit dem Schleichen, das müsste Überleben sein, oder? Ja, da haben wir es. Auch wichtig, aber ich finde das hier auch gerade das mit diesen Hecken und so und Schaden. Das müssen wir eigentlich durchgehen, ja. Auch mit dem EP, ja. Ich denke, das wird die drei. Ja, gesagt, muss das hier auch. Das finde ich uninteressant. Bis jetzt noch. Aber das mit dem Schleichen ist halt auch wichtig. Aha. Gesundheitszustand 10%. Ja, dann geht das hier noch ein Level hoch. Also, boah. Es ist, boah. Ja. Das erklärt auch die großen Welten des Spiels. Das heißt, man kann es alles auf einmal haben, ne? Muss ich gucken, das mit den Munition jetzt, das ist halt schon wichtig. So, dann, wo sind wir? Oh, Moment, ich wollte noch das da hinten haben. Das heißt, ab hier hoch. Frage ist, komme ich hier hoch? Oder? Warte mal. Ja, da kannst du nichts verbessern mit dem Klettern. Das kannst du vergessen. Klettern kann er einfach nicht. Ist einfach so. Soll ich hier einen Schwenk irgendwie. Ja, hier kriege ich einen Schwenk hin. Weil das will ich mir schon noch angucken, was das ist. Da müssen wir nach. Hier so, ne? Ja. Komm schon. Entfernung. Okay, man kann den Weg, aber man kann immer nur einsetzen. Wir nämlich wissen, was da noch ist. Ich weiß nicht, ob ich da schon war, aber dann haben wir wirklich die ganze Halbinsel abgefasst. Und auf der Halbinsel gibt es halt nichts Story-Relevantes. Also ich würde halt Ketzer halt gut gefunden, wenn da halt wirklich die Anzeige stand, wie viel Meter noch oder so, weil das da ist halt echt so. Sind aber gleich da.
Moment, ist das ein Gegner? Das ist jetzt schwer einzuschätzen. Ist das echt ein Gegner oder wird das denn? Boah, ich weiß nicht, ist das ein Gegner? Scheint keine Probleme zu sein. Irgendwie. Oh! Da ist Strahlung. Ich dachte schon, warum kriege ich hier die ganze Zeit was ab? Ich habe ein Gewehr gekriegt. Aber ich. Eine Papp. Mal gucken, was das für eine Papp ist. Vielleicht macht mir besser, als ich jetzt habe. Ja, wer weiß, wer weiß. Gut, sonst ist hier nichts. Nö, sonst ist hier nichts. Dann gehen wir ganz kurz mal da nach oben. Und kurz ins Menü, was ich gekriegt habe. Ich tippe mal die da oben, ja. Ja, mit Sicherheit. Das ist meine Pappe, ja. Ja, okay. So, dann würde ich sagen, können wir den Wegpunkt auch wegmachen. Ja, und setzen den Wegpunkt in den Kommandobunker. Hier kann ich keinen Wegpunkt machen. Aber hier kann ich ihn machen, okay. Ja, weil hier will ich noch was machen, so. Das heißt, wir sind hier richtig. Ja. Also du schaffst das. Ich bin nämlich sehr gut. Ja. Ja, wir hatten ja damals zwei schwere Banditen da. Ich würde halt gerne wissen, warum ich hier drin kein Ding. Ich weiß aber jetzt nicht mehr genau, wo lang man da hin muss. Es war ein reinster Irrgarten da drin. Wo der Kommandobunker war. Knacken. Da konnten wir vorher noch nicht rein. Okay, das gehört, also es ist separat. Ich dachte immer, das wäre Unterschlupf. Wie hat mich das tiert aufgewiesen? Ah, ich weiß noch, also hier, das hat mich tiert aufgewiesen, diese Mission. Die war richtig nervdrückend. So, was haben wir hier? Nichts. Das wäre doch ein cooler Unterschlupf gewesen, mal ganz ehrlich. Hier was machen? Da oben noch.
Fett Schrot gekriegt. Wird auch Zeit. Hier unten irgendwas? Nee. Okay, gut. Aber hier war auch noch. Jetzt ist hier das Ding. Ich habe da vorher geguckt und das war nicht hier. Ach, da war die ganze Zeit ein Unterschlupf und ich habe es nicht gesehen. Aber der war doch die ganze Zeit nicht. Der war verdeckt von diesem einen Teil. Oh, wie mies ist denn bitte das gewesen? Moment mal, ist das der Kommandobunker, wo ich... Laut dem Ding, ja. Was soll der sein? Das kommt mir irgendwie komplett anders vor. Doch, da ist er. Kommen wir da einfach so runter? Also es gab doch schnell, aber das wurde verdeckt. Ey, das ist ja mies. Jetzt habe ich das zum ersten Mal gesehen. Oder ich habe echt die ganze Zeit komplett übersehen. Aber es wird mich doch mal interessieren, wie ich hier runterkomme. So, das geht schon mal hier. Ja, geht auch. So, dann müsste es hier nach oben gehen. Ja. Genau, da ist es. Geh mal kurz dran, mal gucken, ob ich da nochmal lügen kann. Überraschen wird mich ja nicht. Nicht klappen würde. Und? Nee. Kann ich. Oh, Moment, wir sind auf einer anderen Seite von dem Ring. Die ganz andere Seite sehe ich gerade. Ja. Wir waren ja damals von der anderen Seite daran. Ich gehe mal davon aus, dass hier keine Maschinen jetzt mehr rumgeiern. Und wir auf den Senkel gehen. Ich hoffe nicht, dass alle Bunker so richtig
brutal ätzend groß sind. Und ausfallen wie in ihr Garten. Hier geht's, glaube ich, Richtung Kommandozentrale. Und hier geht's, glaube ich, da wo ich hin will. Glaubt mal. Zeigt mir hier auf jeden Fall schon mal Ausgang. Ja, sieht schon mal. Ja, von da sind wir auch angekommen schon. Komm ich auch da wieder raus? Genau da wollte ich hin. Mal die wieder looten? In Sicherheit, oder? Ja, war klar. Meiner Mom war das, warum nicht? Wäre ja doof, wenn wir es nicht machen würden. Nix. So, wo waren... Ah, hier. Ich glaube, dass die zwei miteinander zusammenhängen und da brauchen wir nur eins zu machen. Ja, dachte ich mir doch. Mal hoffen, dass sich das gelohnt hat. Dann... Ja, okay. Könnte für später wichtig sein, für Klamotten so, ja. Vielleicht können wir mal was mit Klamotten machen. Mal gucken. Das war's? Dafür musst du hier knacken? Okay, Sprengstoff. Schrot. Kriegmütze. Kann man uns gleich mal angucken. Also, ich glaube, das war's, ne? Mehr ist hier nicht. Hier nochmal kurz durchgehen, aber nö. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier die Schnellreise rein. Belohnungskiste. Wenn du einen Auftrag abschließt, werden deine Belohnung für deine FMDL-Belohnungskiste hinzugefügt. Du kannst sie dir holen, wann immer du willst. Es ist allerdings nicht möglich, Gegenstände in die Kiste zu lagern. Okay. Interessant, interessant. Aufträge. Sowas, Mann. Ja, okay. Das ist so für Achievements oder sowas bestimmt gedacht. Kann ich mir gut vorstellen. Aber mal was anderes. Warum kann ich hier jetzt nichts reparieren oder so? Oder herstellen? Nee, dann hole ich eine andere Schnellreise. Das wollen wir jetzt mal machen. Und zwar, dann machen wir die Schnellreise in den Unterschlupf. Das müsste die Scheune sein. Und der Scheune müssen wir was herstellen können. Nee, nee, ist nicht die Scheune. Das ist der andere Bunker. Hab mich vertan. Hab mich vertan, aber hier müsste es eigentlich auch gehen. Maschine. Die war doch hier. Ja, ja.
Jetzt gucken wir mal, ob sich das lohnt, hier irgendwas zu machen. Ich kann nur das machen, was ich schon habe, oder wie? Okay, dann machen wir was anderes. Ich gucke mal, kann ich Waffen zerlegen, die wo ich nicht mehr brauche? Lass mich das mal gucken. So, wir haben hier eine Packung. Ja. Die kann man recyceln. Was kriegen wir dafür? 2 Kleefstoff, 5 Stahl. Ja, ich brauche sie eh nicht. Dann hole ich mir lieber das Zeug. So, Mäusejagdgewehr habe ich hier. Brauche ich auch nicht. Nochmal eins extra. Kann auch verlegt werden. Und so kann ich das mit anderen Dingern eigentlich auch machen. Ich mal die Waffen da rein. Und zerlegt den Kram, den wo ich da doppelt und dreifach habe. Was soll ich damit? So, dann haben wir das. Das. Der Knüppel, das muss ich gucken. Den habe ich. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Jagdgewehr brauche ich nicht. Hab ich. Hab ich. Hab ich. Hab ich. So, 2 Pistole. Die Magnum bleibt erstmal, klar. 10.000 Baseballschläger. Die Kau. Der ältere kann weg. Der kann weg. Möller, was haben wir da? Ein Unterschied. Kann weg, kann weg. Kann weg. Der Baseballschläger kann weg. Kann weg. Muss ich kurz hier reingehen, weil der Baseballschläger bleibt hier. Gut, weil dann schmeißen wir wirklich mal unnötigen Kram raus. Oh, ich bin zu voll. Upsi. Das gibt es also auch. Das ist interessant. Das wusste ich noch nicht. Wusste ich echt nicht. Dann holen wir die Waffen, die wo wir eigentlich immer dabei haben. Du? Du? Weil dann kann nichts passieren, dass ich aus Versehen eine Waffen wegnehme. Knipp. Moment mal. Welche? Hat er eine Knips und einen erleiderten Lauf? Müssen wir gleich machen. Mäusejagdgewehr. Das Bessere. Wo ist das? Mäusejagdgewehr. Hier. Die Knips. Automatik. Moment. Zurück. Hier hin. Die HS, das ist weg, das ist weg. Das ist das, ja, da habe ich noch nichts Besseres, genau. Das müsste ja jetzt gehen, oder? Okay, ich darf also nicht überladen. Das ist sehr schön. So, dann wir jetzt hier alles zerlegen. Ja. Die Pistole muss ich aufpassen. So, fangen wir an. Zack. Und weg. So, die bleibt. Die Müller bleibt. Die kann weg. Der beste Schläger bleibt. Weg. 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 Sehr schön. Das ist doch schon mal wunderbar. Gehen wir zurück. Und dann hole ich meine Waffen zurück. Wunderbar. Was hätten wir hier? Munition, da will ich nichts. Da bleiben wir aufnehmbar.
habe ich eigentlich nur für eins momentan Tiefenrohr. Da will ich jetzt eigentlich noch nichts groß machen. Obwohl ich da hinten noch massenhaft in den Völkern. Das will man auch irgendwann zerlegen. Ja. Das geht auf keinem Weg dran vorbei. Gewicht. Gewicht. Der hat was. 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 Das kommt raus. Und hier raus. 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 Und auch raus. Raus. Wenn das bleibt. Granate bleibt. Und Gerät bleibt mal. Ja. Ja, ich muss echt aufs Gewicht achten. Habe ich auch noch nicht drauf geachtet. War bis jetzt auch nicht relevant, aber wird wohl auch noch werden. Ja. Und dann hier das Powerspiel. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Ich finde nichts. Ich habe nichts. Null. Erste Hilfe, ja. Ich habe wirklich nichts. Obwohl ich jetzt alles gründlich hier durchsuche mittlerweile, habe ich nichts. Ja, das ist mies. Warte mal, kann ich? Nee, ich kann keine Granaten, ich kann nichts herstellen, Munition nicht, nee. Reparaturset. Lebensstoffstahl, ja, toll. Einfache erste Hilfe, immerhin kann ich das. Benzin, Transplant. Ja, ich kann echt nichts herstellen. Wahnsinn. Das. Okay, dann. Machen wir eine andere Schnellreise. Dann beenden wir das auch. Und zwar, wir machen die Schnellreise nach hier, weil wir wollen hier runter. Ich denke, dann haben wir wirklich das ganze Gebiet hier eigentlich so gut wie erkundet. Und gut, das ist Wald. Ich denke, da wird nichts sein. Das Einzige, wo ich jetzt echt noch was mache, ja, da muss ich noch machen, ja. Aber hier habe ich eigentlich auch schon sehr viel erkundet, bis auf hier das Gebiet. Da müssen wir mal gucken. Das hier haben wir. Das da oben ist eigentlich auch erkundet. Da oben teilweise auch. Ja, vielleicht hier mal gucken, aber. Hier sind noch ein paar Gebäude. Ich glaube, hier war ich auch schon. Hier ist gar nichts. Hier müssen wir mal gucken. Das Gebiet hier, ja. Also auf jeden Fall das Gebiet hier mal. Das habe ich noch nicht. Das da unten ist komplett geschafft, erledigt. Inklusive dem hier. Da sind wir, haben wir eigentlich auch schon gut erkundet. Jetzt geht es eigentlich um das Gebiet hier. Sieht heftig aus. Und wenn wir das dann haben, ja, dann gucken wir, dass wir das da schnell abschließen auch noch. Und dann mal gucken. Und dann sehen wir weiter. Gut, Leute, dann war es das von dem Part. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bin am überlegen, wie ich da ranschleiche. Ich denke, ich werde. Ich denke, ich gehe von hier rein. Das heißt, ich werde hier über den Wald gehen. Weil hier habe ich schon gesäubert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das dann rauskommt, ist ein bisschen geringer, als was mich dann hier erwartet. Also will ich hier durch. Muss ich mal kurz was gucken. Ja, wir haben ja schon zwei Schwere, haben wir ja echt schon geplättet. Und die geben richtig was her, also die zwei Schweren, also die geben wirklich gutes Zeug her, also. Ja, da müssen wir mal gucken. Ich tippe mal, dass wir hier auf diesem Gebiet auch nicht viel von Plan-Dinger finden werden, weil kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich mal angucke, wie alles große, wie groß das andere alles ist, kann ich mir vorstellen, dass das erst ab hier so richtig losgeht. Ich meine, allein das Gebiet ist ja genau schon so groß wie das da hinten.
Also das ist jetzt hier ewig in 3 Tage drin. Also das Spiel könnte ziemlich, ziemlich lang werden, muss ich feststellen. Muss mal gucken, ob ich das alles zeige oder ob ich da vielleicht ein paar Cuts mache, weil das ist halt echt schon heftig. Das ist wirklich schon heftig. Muss ich mal gucken. Okay, bis dann.